Außer Internet, der nächste große Smartphone-Hype ist da, zumindest hofft das Nintendo, denn ab sofort gibt es Super Mario Run für Smartphones und Tablets. Vorerst gibt es das Ganze nur für iOS, die Basisversion davon ist kostenlos. Es gibt dann aber auch die Möglichkeit, im Spiel für 9,99 € alle Welten freizuschalten, ansonsten ist man nur auf wenigere Welten begrenzt. Das Spielprinzip ist recht simpel, Mario läuft von selbst und man tappt nur drauf, um den Klempner springen zu lassen und muss dabei versuchen, in den Levels möglichst viele Münzen einzusammeln und die kann man dann wieder benutzen, um im Königreich-Aufbau-Metaspiel sein Königreich aufzubauen. Wichtiger Hinweis übrigens für alle Bahn- und vor allem Flugzeugreisenden, das Spiel braucht eine dauerhafte Internetverbindung. Wer das also abstellen muss, der kann Mario Run nicht spielen. Das solltet ihr also vorher wissen. Übrigens für Android soll das Spiel auch erscheinen, nur dafür gibt es noch gar keinen Release-Termin, da heißt es nur irgendwann 2017. Shenmue 3, die Crowdfunding-finanzierte Fortsetzung, macht offenbar gute Fortschritte. Das haben die Entwickler jetzt auf der offiziellen Website bekannt gegeben und erklären, dass man jetzt von der Vorproduktionsphase in die heiße Produktionsphase geht. Das heißt, bisher hat man Zeit gebraucht, um all die Technologien fertigzustellen, die dann zur eigentlichen Erstellung des Spiels gebraucht werden. Das hat man jetzt geschafft und jetzt geht's also ans Eingemachte. Chefentwickler Yu Suzuki sagt, dass er momentan Tag und Nacht am Spiel arbeitet. Er freut sich aber sehr und bedankt sich, dass er diese Gelegenheit bekommt. Es gibt also dann auch neue Screenshots aus dem Spiel zu sehen auf der offiziellen Website und den Hinweis, dass man jetzt die PC-Version ebenfalls vorbestellen kann. Und da funktioniert das so, dass alle Verkäufe dieser PC-Version zu den Stretch Goals dazu zählen. Das heißt, wenn da mehr PC-Versionen verkauft werden, wird auch die PS4-Version, die es außerdem gibt, besser werden. Wann übrigens PC- und PS4-Version erscheinen werden, das ist momentan noch unbekannt. Es gibt nämlich für beide noch keinen Release-Termin. Planet Coaster, die Freizeitparksimulation, bekommt neue Inhalte, denn es gibt ein kostenloses Winter-Update oder Winter-Update für unsere deutschen Gäste. Und das bringt zwei neue Fahrgeschäfte, den Collider und den Bumpin' Derby. Außerdem gibt es das arktische Biom, also endlich auch eine winterliche Umgebung und dazu passende Deko-Gegenstände. Außerdem haben die Entwickler auch den Management-Part leicht verbessert. Dieses Update kostet nichts und gibt's ab sofort. Das war's für mich für dieses Jahr mit den News. Ich verabschiede mich in den Winterurlaub, möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken, dass ihr jeden Tag oder auch nur ab und zu mal reingeschaut habt, um diese Sendung zu dem zu machen, was sie ist. Also dafür vielen Dank. Die News gibt es natürlich trotzdem nächste Woche. Da machen das dann meine lieben Kollegen. Und bevor ich euch jetzt sage, weiterspielen, sage ich euch, was ihr weiterspielen könnt. Denn dieses Wochenende gibt es nochmal eine besondere Aktion von Ubisoft. Die haben ja dieses Jahr 30-jähriges Firmenjubiläum. Und dieses Wochenende gibt es nochmal alle Spiele, die da übers Jahr verteilt als Vollversionen verschenkt worden sind. Darunter Prince of Persia, Sands of Time, Splinter Cell, Rayman Origins, The Crew, Beyond Good and Evil, Far Cry Blood Dragon und Assassin's Creed 3 könnt ihr euch also alle kostenlos am Wochenende auf Uplay sichern. Euch jetzt eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr weiterspielen.